Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Wir haben hier ein paar gute Sachen. Das will ich nur schnell als erstes machen. Dazu mache ich nachher noch gleich ein Video. Heute ist der 9. Ich habe einen Tag vor Release erhalten. Da werde ich gleich noch Unboxing, Hardware und anschließen und Vergleich und alle drum und dran machen. Steht hier Join mit drauf. Auf dem neuen Karton? Nee, wäre auch kein Join. TV Now. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist der neue Fire TV Cube, der jetzt auch halt in Deutschland da ist. Mit einem verbesserten Prozessor. Werden wir gleich alle testen. So. Dann habe ich hier geholt so einen Ball. Der ist für die Große zu Weihnachten. Oder zum Nikolaus besser gesagt. Weil da schenkt man ja nichts Großartiges, nur so Kleinigkeiten. Der hat hier so verschiedene Farben. Ich habe die schon alle gemacht. Also momentan spiele eigentlich mehr ich abends damit. Meine Frau vertauscht die Farben. Und ich sitze dann eine ganze Weile dran, wenn ich dann im Bett bin und One Piece gucke oder irgendwas anderes gucke, abends zum Einschlafen, irgendwie eine Doku nach dem Stream. Und dann fummel ich hier die Bälle hin und her. Das ist voll cool. Also die Löcher sehen halt alle so aus. Innen drin ist so eine Art Schwamm. Und die Löcher sind alle mit einer Farbe umrandet. Und wenn ich den jetzt so rüberschiebe, ist dann das blaue Loch leer und blau ist da, wo nichts ist. Und dann kann man das hier wieder runterdrücken und rein. Und wenn man die dann halt alle vertauscht hat, muss man dann gucken, dass man dann halt die entsprechende Farbe bei der entsprechenden Farbe hat. Ich dachte eigentlich eher, naja, ist so ein bisschen Billigspielzeug, irgendwie so ein Clean-Kram oder so, aber es macht unheimlich Spaß. Ist ab 3 Jahre und wie gesagt, momentan spiele ich extrem damit. So, kommt auch gleich ins Versteck wieder. Wegen Weihnachten. Ich habe ja schon nach und nach was für Weihnachten geholt. So, das ist für mich. Für unterwegs. Wenn meine Frau mich immer aufzieht. Ich habe so eine Kühltasche. Eine Camping-Kühltasche, so eine kleine. Nur so. Mal so. Und das ist für mich meine Autotasche. Da ist halt, die nehme ich auch immer mit, weil ich habe immer Angst, wenn das Auto wieder geklaut wird, dass wieder alles weg ist. Da sind meine USB-Sticks drin, da ist ein externer Akku drin, da ist die Handyhalterung mit drin, Kopfhörer sind noch drin und was ist noch drin? Ich glaube, ein Stift ist noch mit drin. Alles, was man so braucht für unterwegs, wenn ich mal schnell was notieren will oder so. Und da habe ich mir jetzt dafür, aber auch nur, weil sie runtergesetzt waren, so einen Rucksack geholt. Der ist aus Leder, braun und ihr seht, der geht hier ziemlich weit seitlich auf und der hat da einen USB-Anschluss. Der geht dann nach innen, das ist auch alles geschützt und hier oben kann man Kopfhörer durchmachen. Da. Ich werde das mal aufmachen. Also der geht, wie gesagt, auch hier an der Seite auf. Also wir können einmal hier unten aufmachen. Dadurch können wir dann halt hier das Fach vergrößern, wenn wir ein größeres Handy haben oder eine Trinkflasche oder was weiß ich. Und richtig aufgehen tut er hier an der Seite. So, dann haben wir dann hier so ein Fach. Das ist halt hier dieses kleine seitliche Fach. Da können wir dann hier halt auch Tablet, Handy oder irgendwas reinmachen. Ja, und das war's. Wartet, ich muss erstmal zumachen. Und wo ist der richtige Reißverschluss? Ach, der ist auf der Seite. Hier haben wir dann nochmal so ein kleineres Fach. Wenn man hier irgendwie Portemonnaie oder so, was man immer nah am Mann haben will, dass man merkt am Rücken, das ist noch da. Und hier haben wir dann ein größere Fach. Hier, seht ihr das? Das ist wirklich ziemlich groß. Da kann man ein Tablet oder so oder ein kleines von der Seite drin schieben. Also geht auch wirklich nur auf der Seite offen, reicht mir komplett aus. Hier kommt der USB-Kabel raus, seht ihr das? Der ist auch ziemlich lang, den könnte man dann halt den externen Akku hier unten hinpacken oder hier eine Seite, ist hier irgendwo ein Fach. Ja, nee, wir haben hier noch so ein Klettband und da geht dann, ist hier so ein Zwischenfach, wo man dann halt Papiere oder irgendwas drin machen könnte, dass die nicht so doll knittern. Oder halt, dass man halt mehrere Fächer hat. Ja? Und hier, wo der USB ist, kann man auch auf
machen mit einem Reißverschluss. Ich zeige euch das mal. So sieht das dann aus. Ja, da ist hier der USB so nur raufgesteckt. Kann man den abziehen? Na, ich mache lieber nicht. Also wenn er kaputt gehen sollte, könnte man das vielleicht zur Not auch noch reparieren. Ach, hier ist er raus jetzt. So, den kann man dann einfach so rausnehmen. Wenn man die nicht brauchen sollte. Und wenn man brauchen sollte. Dann steckt man den einfach wieder so rein. Der hält hier nur durch so Plastikklammern. Macht er zu. Und er hält wieder. Und wir können hier unten wieder laden. Funktioniert, denke ich mal, super. Ich hatte schon mal so einen ähnlichen aus Stoff. Vor etlichen Jahren. So. Und halt ein Gurt, der geht so schräg rüber. Und dann kann meine Frau nicht mehr sagen, Herrenhandtasche, weil es ist ein Rucksack. So, dann kommt das weg. So. Ich habe noch Klebeband bestellt. Das, was ich im letzten Video auch gezeigt habe, diese durchsichtige Klebeband, habe ich noch einmal bestellt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich es noch ein drittes Mal bestelle. Aber jetzt habe ich erstmal einmal nochmal bestellt. Für meine Frau. Wir wollen damit ein paar Teppiche fixieren bei ihr oben. Also in der Küche hat sie in der Mitte von der Küche so ein Bambusteppich oder was das ist. Der muss befestigt werden. Im Flur hat sie einen längeren Teppich, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Also so groß wie der Tisch. Der eine ist vielleicht ein bisschen größer, also als mein Tisch hier. Und der soll halt nicht mit doppelseitigem Klebeband festgemacht werden, dass es irgendwie Rückstände gibt. Und wenn Juna das hochmacht, dass er dann alle klebt da unten, weil irgendwann soll der Teppich ja auch mal woanders hin. Und da ist diese doppelseitige Klebeband, das macht man halt drauf. Diese Durchsichtige, was ich letztens im Video auch gezeigt habe. Ich werde es mal sicherheitshalber unten drunter verlinken. Dann klebst du auf und dann hältst den Teppich fest. Und kannst du auch jederzeit dann wieder abmachen. Geht auch an der Wand. Und kannst du mit Wasser abspülen, trocknen lassen. Dann kannst du wieder irgendwo anders hinkleben. Kannst du auch eine Küche an der Fliesen machen und Geschirr ran. Also nicht Geschirr, Besteck ran machen. Hier Kochlöffel und sowas alles. Ich packe euch den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung. Funktioniert echt super. Ich bin davon auch begeistert. Also ich habe es hier bei mir ein bisschen verteilt. Und da habe ich gedacht, weil wir bei Frauchen halt für mehrere Teppiche brauchen, hole ich nochmal eine Rolle. 5 Meter müsste reichen. Wenn nicht, muss ich später nochmal eine zweite Rolle nachholen. Und immer wollte ich sowieso für meine Mutter vielleicht zum Verschenken. Mal gucken. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich werde jetzt die Videos zum Amazon Fire TV Cube machen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns, also ich denke mal, die Videos zum Cube werde ich vorher veröffentlichen. Also wenn ihr das Video jetzt hier seht, weil das werde ich wahrscheinlich Sonntag veröffentlichen, sind die Videos zum Fire TV Cube natürlich schon da. Verständlich. So, ich bin dann mal weg. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.